Mitten in Italien liegt die älteste bestehende Republik der Welt, San Marino. In dem Zwergstaat leben gerade einmal 32.000 Einwohner. Mit einem Capitano Regente als Staatsoberhaupt, mit eigenen Ministerien und eigenen Gesetzen. Werden die gebrochen, kommt der Delinquent in diesen Knast, der früher ein Kloster war. Direktor Domenico Cavuoto ist Herr über insgesamt 6 Gefängniszellen. Die meisten stehen allerdings das ganze Jahr über leer. Derzeit wohnt hier nur ein Gast, wie der Insasse genannt wird. Leider möchte der Herr nicht gestört werden. Er wohnt hinter dieser Tür, aber er wollte nicht mit Ihnen sprechen, absolut nicht. Es handelt sich um einen Mann, der wegen häuslicher Gewalt gegen seine Eltern und seine Geschwister einsitzt. Und dafür sehen die Gesetze von San Marino nun leider mal eine Gefängnisstrafe vor. Er muss jetzt ein Jahr bei uns absitzen. Weil der Mann alleine einsitzt, ist er zugleich auch ein Politikum. Eine EU-Kommission warf dem Gefängnis ein ernstes Isolationshaft vor. Dabei unternimmt man alles, damit es dem Knacki hier im Garten gut geht. Das Ganze wird sogar kontrolliert. Hier ist Dottoressa Morganti. Einen Moment, ich lasse ihn öffnen. Regelmäßig kommt eine Inspektion aus dem Justizministerium von San Marino vorbei, um sich nach dem Wohl des einzigen Insassen zu erkundigen. Wie geht's denn? Ganz gut eigentlich. Ist er ruhig? Ja, schon. Es gibt Höhen und Tiefen, aber es geht. Ich versuche jetzt weiter ein Aktivitätsprogramm für ihn auszuarbeiten, aber es ist nicht so leicht mit ihm. Wir dürfen nicht aufgeben. Ist er denn gut? Oh ja, sehr gut. Oder ist er auf Diät? Nein, nein, er ist sehr gut. Zusätzlich auch noch Sachen, die ihm von zu Hause mitgebracht werden. Und er raucht wie ein Schlot. Wir versuchen alles, um keine Langeweile aufkommen zu lassen und leere Zeiträume zu füllen. Denn bei nur einem einzigen Gast riskieren wir eine Isolationshaft. Auch wenn er hier im Grunde nie isoliert ist, denn es ist ja immer jemand für ihn da. Schmeckt nicht, gibt's nicht im Gefängnis von San Marino. Denn für das leibliche Wohl sorgt man im Restaurant Treffpunkt der Arbeiter. Emanuele, fürs Gefängnis gibt es heute Lasagne. Lea, du machst noch Kotelett und Ofenkartoffeln. Und zum Nachtisch Orangen. Jeden Tag werden hier 2 warme Mahlzeiten für den Gefängnisinsassen zubereitet. Mittags gibt es 3 Gänge, abends sind es nur 2. Als Nachtisch wird jeweils Brot und Obst serviert. Das ist jetzt das Mittagsmenü für eine einzelne Person. Wer sucht denn das Menü aus? Wenn es keine bestimmten Wünsche gibt, machen wir das im Restaurant. Es sei denn, jemand muss eine bestimmte Diät halten, weil es ein Arzt so bestimmt hat. Während sich der Insasse im Badezimmer frisch macht, deckt ein Gefängnismitarbeiter den Tisch. Man vertraut sich. Nach Pfeilen oder anderen spitzen Gegenständen wird das Menü nicht durchsucht. Und was essen Sie heute? Ich gehe nach Hause zum Mittagessen. Der einzige Gefangene von San Marino speist am liebsten in seiner Zelle. Wahlweise dürfte er das Essen auch im Gemeinschaftsraum zu sich nehmen. Der bietet reichlich Zerstreuungsmöglichkeiten für den Rest des Tages. Das ist unser Gemeinschaftsraum, in dem man sich auch zu Gesprächen trifft. Mit der Familie, Freunden oder dem Anwalt. Ansonsten kann man hier einfach Zeit verbringen. Da drüben ist auch eine Bibliothek, wo man etwas zum Lesen findet. Und dann haben wir auch noch eine Sportecke, in der man sich körperlich betätigen kann. Die hat der derzeitige Häftling allerdings noch nie benutzt. Am Nachmittag kehrt Ruhe ein. Das Mittagessen scheint dem Strafgefangenen gemundet zu haben. Er macht Siesta, wie man hört. In 2 Stunden wird er wieder geweckt. Zum Hofgang im Gefängnisgarten. Dann gibt's auch schon wieder Abendbrot. Es soll Pasta geben.